Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, was ein Rechtssystem ist. Ich selbst nenne es auch gerne das System in richtiger Richtung. Der Namensgeber hat hier mal wieder einen Nobelpreis verdient. Aber lasst uns einfach starten. Nehmen wir an, wir haben hier ein Koordinatensystem und wir haben hier die Achsen x, y und z. Was geben uns die Pfeile hier an? Die geben uns an, in welche Richtung die jeweilige Achse steigt. Das heißt, hier ist die x1-Position, hier ist die y1-Position und hier ist die z1-Position. So, und jetzt gucken wir uns an, wie wir von einer Achse zur anderen drehen. Was soll das heißen? Wie müssen wir irgendwas drehen, damit wir von der x zur y-Achse kommen? Was soll das bedeuten? Guckt sich einfach an. Wir zeichnen hier so einen Pfeil rein. So, und jetzt gehen wir von der y-Achse zur z-Achse und wir zeichnen ein bisschen perspektivisch so einen Pfeil ein. Und jetzt wollen wir von der z wieder zurück zur x-Achse und, oh, Entschuldigung. Und auch hier zeichnen wir so einen Pfeil ein. Und wenn wir das jetzt als Drehung sehen, irgendwie wie ein Stab, der auf der x-Achse liegt, der einmal zu y, einmal zu z und wieder zur x-Achse gedreht wird, dann stellen wir fest, dass alle diese Drehungen gegen den Uhrzeigersinn sind. Ja, auch dieser Pfeil hier unten ist gegen den Uhrzeigersinn. Warum? Weil man guckt ja, kann ich das irgendwie so zeichnen, mit dem Auge von dieser Seite hier drauf. Also du jetzt das Video guckst ja hier von, weiß nicht, von hier drauf sozusagen. Aber du musst es von der anderen Seite betrachten. Lass das mal kurz ein bisschen klarer machen. Und zwar gucken wir mal von oben kurz drauf hier, so. Und da sehen wir dann die x- und die y-Achse. Und wenn wir hier jetzt diesen Pfeil wieder einzeichnen, dann zeichnen wir ihn so ein. Als nächstes gucken wir hier von der Seite drauf und gucken uns die y- und die z-Achse an. Und wir zeichnen auch wieder diesen Pfeil hier ein. Er sieht wieder so aus. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt zeichnen wir die z- und die x-Achse ein. Und wie eben schon gesagt, aus dieser Perspektive hier. Und auch hier zeichnen wir den Pfeil wieder ein. Das ist dieser Pfeil. Wir stellen fest, das geht alles gegen den Uhrzeigersinn. Und wie wir hoffentlich vielleicht, ich weiß es nicht, gelernt haben, gegen den Uhrzeigersinn heißt mathematisch in die richtige Richtung. Das ist so definiert. Und bevor ich jetzt zeige, was es sonst noch gibt, erstmal, warum heißt das Ding Rechtssystem? Gucken uns das nächste Mal an. Wir haben hier die x, y und die z-Achse und das ist genauso wie wenn du deine Hand so wie diese Hand hier hältst, Quelle Wikipedia, dann stellt der Daumen die x-Richtung dar und hier hast du die y und hier hast du die z-Richtung. Deswegen die rechte Hand. Wenn du das Ganze mit der linken Hand machst, deswegen Rechtssystem, wenn du das Ganze mit der linken Hand machst, hast du ein Linkssystem. Was ändert sich bei einem Linkssystem? Bei einem Linkssystem dreht sich einfach nur eine der Achsen um. In meinem Fall habe ich jetzt mal die, oh, verdammt. Die y-Achse umdrehen wollen. Deswegen hatte ich das eben gesagt. Wir haben hier positiv 1, wir haben hier z positiv 1 und jetzt haben wir hier y positiv 1. Ups. Wir gehen nochmal zurück. In diesem Bild hier war y positiv 1 war hier und hier war ein y minus 1. Wohingegen hier ein y 1 ist. Das heißt, eine der Achsen, man hätte auch die z-Achse umdrehen können oder die x-Achse. Eine der Achsen geht einfach nur in die andere Richtung. Und wenn wir jetzt von der x zur y-Achse drehen, dann drehen wir den Pfeil so. Jetzt drehen wir von y zur z-Achse, drehen wir den Pfeil so. Und jetzt drehen wir von der z zur x-Achse und jetzt drehen wir den Pfeil so. Und wir haben jetzt auch keine perspektivischen Probleme mehr, weil wir das alles von unserer Seite hier aus dem Bildschirm raus angucken und wir sehen direkt, es dreht sich alles im Uhrzeigersinn. Und das ist in die falsche Richtung. Oder in die negative Richtung, ich weiß gerade nicht. Ich übersetze es vom Japanischen. Und nochmal für alle, die auch Wikipedia gucken. Auf der Wikipedia steht aber jetzt so ein Ding hier. Was die hier gemacht haben, ist im Grunde was Ähnliches. Ich habe meine Y-Achse umgedreht. Die haben ihre X-Achse umgedreht. Deswegen, dann passt es nämlich besser auf die linke Hand. Also ist mein Beispiel eigentlich blöd. Weil es nur noch mit einer verkrampften linken Hand wahrscheinlich geht. Aber die Grundidee ist dieselbe. Denn beim Rechts- und beim Linkssystem kommt es nicht darauf an, mit welcher Hand du das machst. Das ist nur vom Namen her so gegeben. Tatsächlich kommt es darauf an, dass das Rechtssystem eben gegen den Uhrzeigersinn dreht und das Linkssystem wie hier mit dem Uhrzeigersinn. So, und jetzt wird es nochmal ein bisschen perspektivisch. Und zwar, wenn ihr jetzt diese linke Hand nehmt und sie um 180 Grad, ups, so rumdreht, dann habt ihr mit dieser linken Hand genau wieder dieses System beschrieben, nur dass einer hier steht und seine linke Hand ausstreckt. Also lasst euch nicht zu sehr verwirren. Und das soll es auch schon gewesen sein. Vielen Dank fürs Gucken.